So, willkommen zur nächsten Folge. Jetzt buddeln wir uns mal hier runter. Und finden noch eine weitere Chest. Dear, probably die if you fall. Na, da gehen wir nachher mal runter. Erstmal meine ich jetzt, dass beim ersten NPC, den wir gesehen haben, dass da auch noch so irgendwie Moosstein war. So in der ganz ersten Folge, die wir gemacht haben. Mein Gott, ich darf das rausnehmen. Steht so in den Regeln. Ja, das ganze Haus baue ich jetzt mal nicht auseinander. Auch wenn es wahrscheinlich ein Spaß wäre, die hier alle obdachlos zu machen. Das wäre mir etwas zu viel Arbeit. Sagt nicht, da ist ein Spinnenreiter. Okay. Danke. Da vorne können wir auch noch buddeln. Ah, das war wirklich ein Spinnenreiter da, oder? Ja, das sind Spinnenreiter. Hier. Sehr selten und da ist er mal. Hallo, Pumpkinhead. Und wir sehen jetzt mal zu, dass wir in den Laden da reinkommen und da drin sind wir erstmal sicher. So. Hallo, du wolltest mich nicht vorbeilassen, ich weiß. So. Tada. Quatsch drauf. Hier pflanzt sich nichts Neues an. Kommen denn die Melonensamen her? Ach so. Hier sogar Melonen wachsen, ist ja ganz toll. Hallo. Auch von hier kann man den Spinnenreiter schön sehen. Naja. Jedenfalls haben wir danach erstmal genug Futter und sogar ein paar Melonensamen. War da gerade irgendwas, was mich geslowt hat? Hat sich irgendwie so angefühlt. So. So sind zumindest unsere Hungerängste etwas aus dem Weg geräumt. Wir können uns hier was zu essen machen. Tja, schade. Das kann hier rein, das kann hier rein, das kann hier rein. Die Tür kannst du auch behalten. Wo habe ich denn das Holz her? Achso, wahrscheinlich die Creeper-Explosion vorhin. Na super, hier ist natürlich alles, nur keine Workbench. Wie sagt dieser Typ keine Workbench? Und so ein Ding zum Übernachten hat er auch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier raus. Da oben hängt auch ein Kürbis in dem Baum. Und gehen da vorne in das kleine Häuschen rein. Ach, das können wir, doch, das können wir öffnen und schließen. So. Können hier schon mal übernachten, dann ist schon mal Tag, das ist schön. So. Jetzt mal da vorne buddeln. Kein Creeper in der Nähe, kann man gefahrlos buddeln. Können da schon mal so Melonen essen. Sind nicht gerade nahrhaft, aber mein Gott. Soll momentan reichen. Auf dem Server essen wir auch nur Melonen.
So. Noch mehr Gold. Vielleicht finden wir noch was hier drunter. Ah. Tatsächlich noch mehr Gold. Am Ende sind wir reich. Das hilft uns jetzt trotzdem momentan nicht weiter. Weil was fehlt, sind halt noch... Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir den Typen in der Wüste den Kopf abschlagen. Und mal gucken, was ist das da? Look like mind able to drop in from the top. Ach so. Mhm. Naja. Da war die Wüstenpyramide. Und irgendwo ging es da auch runter. Oh. Ah, super. Oh. Ja, hier sind wir, glaube ich, falsch. Ja, das war die falsche Seite. Fuck. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ach so, Minecart. Hab keins. Ach nee, oder? Da muss ich mich wohl hier rausbuddeln. Hier war auch Redstone drin. Naja. Die Frage ist, wo ist hier eigentlich kein Redstone drin? Huch. Das war der falsche Eingang. Ich habe eigentlich den gesucht, auf den wir rausgekommen sind. So, das musste jetzt sein. Sorry. Das ist erstmal, dass auch der Erbauer hier einfach mal zuguckt. Und er versteht ja auch nicht, was ich hier die ganze Zeit sage, weil er kein Deutsch spricht. Und ja, ich glaube, hier wollte ich eigentlich rein. Ja, hier wollte ich rein. Und dann hier war auch der komische Typ. Und hier, meintet ihr, sollte ich auch den Kopf wegnehmen? You grab up his head and put it in your bag. Okay. Ja, ich habe mich damals nicht getraut, hier einfach was kaputt zu machen. Weil das ist ja nicht meine Map. Ach, hier in meinem Wochenuntergang. Na gut. Auch nicht schlecht. So, dann haben wir das auf jeden Fall nachgeholt. Aber das hilft uns jetzt trotzdem nicht weiter. Wir brauchen immer noch unsere Axt. Was steht denn da dran? Amazing form up there. I'm hungry. Get down from here. Ich soll weggehen, weil er hungrig ist. Okay. So ganz verstanden habe ich die Story irgendwie auch noch nicht, aber mein Gott. Daran soll es nicht liegen. So, jetzt haben wir hier alles durchsucht. Jetzt bleibt nur noch das komische Loch da. Und hier so ein bisschen. Noch mehr Gold. Und eine Workbench wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich glaube, hier hinten stand eine drin. Ja, hier stand eine drin. Waren wir hier überhaupt schon mal drin? Das Haus sieht jetzt nämlich irgendwie mit dem Hintereingang so unberührt aus. Aber ist mir egal. Ich mache jetzt erstmal hier die Brote. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, 20 Brote haben wir. Ja, hier müssten wir aber schon gewesen sein. So, haben wir das auch erledigt. Haben wir die nächste Zeit was zu essen. So. Okay, aber wir haben es überlebt. You stop to think why you would jump down the big hole. Lucky you found this chest. Ah. Damit können wir uns dann wieder nach oben bauen. Ups. So. Und hier scheint es noch mehr zu geben. Naja, eine Kiste.
Und noch eine Kiste. Mit neuen Schuhen. Neue Schuhe sind doch immer willkommen. Nachdem wir unsere Diamantstiefel da verballert haben. So. Wo ist eigentlich unser ganzer Redstone hin? Ach so. Das kommt jetzt alles hier dran. So. Wo könnte jetzt die verdammte Axt sein? Vielleicht sollten wir einfach mal zu dem Typen da oben zurückgehen. Ich meine, da waren wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Vielleicht hat sich da wieder was verändert. Dadurch, dass wir die ganzen Schalter gedrückt haben und die ganzen Typen befreit haben. So, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das lassen wir mal hier. Das und das auf jeden Fall. Und das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ja, dann schmeißen wir weiter Schilder weg. So, wir könnten noch so einen Kopf mitnehmen. So, jetzt haben wir so eine richtig zusammengewürfelte Rüstung hier. Aber egal, eine Rüstung ist eine Rüstung. So. Gehen wir mal hier hoch. Vielleicht hat es ja wirklich was gebracht. Nein, sieht immer noch alles aus wie vorher. Ja, was machen wir jetzt? Wir hatten nur noch dieses eine Loch. Ich glaube, wo war das nochmal? Da, wo wir ohne Rüstung ankamen. Hatten wir doch irgendwo so ein Ding gesehen, wo ich gesagt habe, da könnten wir uns noch durchbuddeln. Oh. Ich weiß nur nicht mehr gerade, ich weiß nur gerade nicht mehr, wo das überhaupt war. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Wo waren wir denn vorhin überall? War das im Schneeland? Nein, wir waren ja, hatten wir schon keine mehr. Das heißt, wir waren frisch gespawnt. Wir waren frisch gespawnt. Im Wald. Ja, im Wald. Genau, es war im Wald. Das heißt, wir gehen jetzt mal eben schnell in den Wald gucken. Mal kurz was hier gucken. Interessant. Haben wir jetzt schon wieder kein Minecraft? Nö. Müssen wir wieder nachlegen unten. Uns gehen bald die Minecarts aus, dann dürfen wir laufen. So. Na, ich unterbreche jetzt erstmal die Folge.